denke, ich sammle jetzt allgemein noch ein bisschen Rohstoffe hier, sodass wir dann auch mal Handel betreiben können mit den Dorfbewohnern. Habe ich jetzt alles? Die Schaufel, ja, die nehme ich auch mit. Eigentlich könnte ich die noch ein bisschen reparieren. Die ist mir etwas zu. Ein bisschen reparieren. Ich gehe eben schnell schlafen. Und dann werde ich eben schnell die Schaufel reparieren, dass die wieder in einem guten Zustand ist. Ich könnte auch eine neue machen und dann verzaubern, aber man weiß ja nie, was du da für einen Zauber rauskriegst. Das Resultat ist dann, dass du nachher die Truhe voll hast mit einem Haufen Werkzeug, was du eigentlich nicht immer gebrauchen kannst oder selten gebrauchen kannst. So, das kostet 16, das kostet 17. Na, was soll's. Komm. Egal, jetzt haben wir wieder gutes Werkzeug. Und damit gehen wir jetzt in die Katakomben, hätte ich jetzt fast gesagt, in das Bergbauhaus und betreiben Bergbau. Ihr werdet gleich sehen, dass ich hier unten schon einiges gemacht habe. Ich habe gerade heute noch mit Flummi78, dem Spieler Flummi78, gesprochen. Der hat mir ganz kurz seine unterirdischen Abbaugebiete in der Stadt Oak Plains, die sich dann natürlich auch in dieser Welt befindet, gezeigt. Und ich war doch sehr erstaunt, was dort alles, wie weit die Wege gehen, wie verzweigt das Ganze ist. Jetzt mache ich noch einen Versuch. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Also hier sind wir. Na, das Handy muss jetzt noch nicht gerade gehen. So. Wir sind jetzt hier also in quasi meinem Stollen. Ein sehr langer Stollen, wie man sieht. Sind auch schon. Das ist hier quasi der Hauptstollen. Da steht auch vorne dran. Da steht hier Zentralstollen. Und hier sind die einzelnen davon abzweigenden Stollen. Wir haben also insgesamt 10 Stück. Die sind auch alle drei. Alle drei sei schon, alle relativ lang. Mal eben gucken, der letzte jetzt. Wird auch langsam Zeit, dass ich hier Maschinen reinbaue. Weil ich dieses ganze Gelatsche irgendwie nicht mehr möchte. Hier hinten geht es dann auch noch weiter. Also hier endet der Stollen, hier ist so eine Art Querstollen. Wo ich also hier auch so ein bisschen einfach mal weitergebuddelt habe. Hier gibt es einen Spontanstollen 2, 3 und 4 inzwischen schon, die aber alle nicht besonders lang sind. Hier gehen sie noch ein bisschen weiter. Aber teilweise kann man dann eben auch nicht weiter bauen, weil dann Lava den Weg versperrt oder was weiß ich. Hier möchte ich jetzt aber eigentlich nicht weitermachen, sondern ich möchte weiter die normalen Stollen bearbeiten. Da muss ich eben gerade gucken. Ich mache übrigens immer die Leuchtkürbisse, verwende ich dafür, um den Weg im Zweifelsfall zurückzufinden, wenn man sich mal verläuft. Und zwar mache ich das so, dass die Gesichter der Kürbisse immer Richtung Ausgang zeigen. Wenn es natürlich mehrere Ausgänge gibt, dann ist es egal. Aber auf alle Fälle kann man sicher sein, dass wenn man in die Richtung geht, wohin das Gesicht des Kürbisses zeigt, dass man dann wirklich irgendwann mal rauskommt. Ich laufe jetzt mal wieder zurück und fange jetzt mal an einer ganz neuen Stelle an zu graben. Ich glaube, ich habe auch letztens schon auf der rechten Seite angefangen. Ich glaube, da war irgendwas. Mir schwant da so aus dunkler Erinnerung. Also hier habe ich noch so einen Lagerraum, so eine Art Zwischenlager. Warum steht hier unten nichts drauf? Wieso steht hier unten nichts drauf? Nehmen wir es wieder mit. Also hier ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Also hier kommt der ganze Krempel. Wenn ich länger unten bleibe, kommt hier alles rein, was ich sammle, was ich dann hinterher dann in einem Schwung mit nach oben nehme oder dann ein paar Mal halt laufe. So, Stollen rechts habe ich die Reihe hier genannt. Die fängt also quasi gerade an. Da ist also der aktuelle Stand. Da bin ich im Moment am Graben. Ich mache also Schächte, die immer zwei Blocks breit sind. Auch nicht immer. Ich mache auch manchmal drei Blocks oder manchmal höhle ich auch einen ganzen Komplex aus. So, hier ist also der Querstollen. Aber im Moment mache ich wieder zwei Stollen. Und der nächste Stollen, der jetzt anfängt, also der Stollen 2 rechts, so heißt er ja dann,
Der würde jetzt wieder zwei Blöcke entfernt von dem Stollen rechts 1 aufgemacht werden, damit man wirklich alle Steine auch sieht, die sich hier befinden und im Zweifelsfall dann man alle Diamanten, das ist also mein oberstes Ziel, dass man Diamanten findet, weil die brauche ich einfach, um richtig gut arbeiten zu können. Das ist einfach das Beste, was man haben kann. Das ist ja bekannt, denke ich mal. Das wissen ja wahrscheinlich viele, dass Diamanten einfach das Richtige, das halt das Beste sind. Stollen rechts. 2. So. Stollen rechts 2 beginnt jetzt und ich gehe einfach mal. Oh, ich habe irgendwie Hunger. Ziehe ich mir noch mal ein dickes Kotelett rein und am besten dann noch eins. So, jetzt geht's wieder. Gucken wir einfach mal, was uns das jetzt bringt. Das kann natürlich jetzt sein, dass man jetzt ewig gräbt und nichts findet. Das heißt, also gut, ich sag mal, man findet immer irgendwas. Wir befinden uns hier auf der Höhe von 9 Blocks, auf Höhe 9, weil da, also auf alle Fälle in der Ecke grob, ich habe sonst auch schon auf 10 gegraben oder 11, manchmal auch auf 5, da findet man halt die meisten Diamanten. Jetzt ist hier halt auch noch alles voller Kies. So, dann wird das immer schön ausgeleuchtet, dass hier auch nichts spawnen kann. Es reizt mich einmal, diese Kies abzubauen. Ne? Wenn man so eine geile Schaufel hat oder so eine gute, dann muss man gar nicht viel arbeiten. Hält man einfach nur rein und dann sammelt man einfach alles auf. Und Flintstone brauche ich ja auch für Pfeile. Ich hatte mal einen Unendlichkeitsbogen, den habe ich aber sehr oft gebraucht und leider nicht repariert, was natürlich sehr schlau von mir war, dass ich also einen Unendlichkeitsbogen, der jetzt beschädigt ist, nicht einfach mal repariere. Aber irgendwie bin ich darüber hinweggekommen und dann war halt irgendwann kaputt. So kann das dann gehen. Ist halt eigene Dusseligkeit. Oh, es freut mich, es freut mich. Was haben wir denn da oben? Das sieht mir noch ganz nach Diamanten aus. Müssen wir gleich mal ausleuchten. Ausleuchten, ausleuchten. Ach, wie herrlich. Und deswegen habe ich nämlich immer meine Spitzhacke mit, wo ich Fortune 3 drauf habe, also Glück 3. Jetzt bauen wir erstmal, wir schüren noch etwas die Spannung. Ich weiß nicht, wie viele da oben jetzt drin sind. Aber ich nehme mal an, dass da also mindestens 2, 3, vielleicht 4, manchmal sind es auch mehr als 4. Also 2 sehe ich schon mal. Wir decken das jetzt langsam auf. Wir erhöhen die Spannung. Jetzt haben wir schon 4. Ist da vielleicht noch mehr? Wir machen das mal hier ein bisschen auf, damit wir das richtig sehen. Es blubbert übrigens in der Nähe. Das bedeutet, Lava ist auch nicht weit. Nicht, dass die jetzt gleich hier rausfließt. Dann kriege ich einen Rappel. So, also es scheint sich hier um 4 Diamantblöcke zu handeln. Ja, oben drüber ist auch nichts mehr. So, ich habe das Ding jetzt quasi freischwebend freigelegt. Und nehme jetzt, wenn ich jetzt eine normale ha Spitzhacke verwenden würde, würden da eben, klar, dann würden halt 4 Diamanten rauskommen. Jetzt kommen hoffentlich sehr viel mehr raus. Je mehr, desto besser. So, ich habe auch die richtige genommen. Die muss ich jetzt natürlich auch anwählen. Und los geht's. 8 Diamanten. Ne, noch mehr. Einer mehr. 9. 9 Diamanten. Das ist nicht schlecht. Das Höchste, was man da rausholen könnte, wären theoretisch 12 bei einer Fortune 3 Pickaxe.
Also 9 finde ich jetzt super. Das ist klasse. Darüber freue ich mich. Dann machen wir das wieder ein bisschen zu. Ich stelle mir schon mal so eine Fackel hin, wenn ich den dritten Gang, irgendwann den dritten Gang mache, aber das mache ich hier halt zu, dass das hier als Gang weiterhin erkennbar bleibt. Mit einer, ach Scheiße, mit einer Fackel, um die Ausleuchtung weiter zu gewährleisten. Und dann tun wir die Hacke wieder weg, dass wir die nicht aus Versehen verwenden. Die soll nämlich ausschließlich vorbehalten sein für so hochwertige Abbauten wie halt das Quarz oder eben hier die Diamanten. Dann gucken wir mal, was ist denn da los? Wieso ist das hell? Ach, Lava, ja klar. Eigentlich bietet es sich immer an, hier unten Erde mitzunehmen, weil ich hier immer gut Erde verbraten kann, wenn ich mich hier aufhalte. So kann ich das im Grunde genommen auch schon ein bisschen dicht machen. So, das reicht dann auch. Jetzt ist die Lava auch komplett weg. Jetzt kann ich hier ganz normal durchgraben. Wir sagen, wir machen jetzt also eine Reihe. Ich bin also jetzt schon zufrieden mit dem, was ich gefunden habe. Eigentlich, wenn ich jetzt nichts mehr finden würde, dann wäre ich trotzdem noch zufrieden. Weil 9 Diamanten, das ist ein Fund, der jetzt ist jetzt nicht unbedingt alltäglich, ne? Noch ein bisschen Redstone. Nehmen wir auch gleich mit. Das machen wir allerdings ohne Glücksspitzhacke. Bei Redstone habe ich eigentlich genug. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der jetzt ständig irgendwelche Schaltanlagen baut. Ich finde das toll, wenn ich das sehe. Also interessant finde ich das schon, aber irgendwie habe ich mich damit noch nie wirklich beschäftigt. Und bis auf Kleinigkeiten. Aber irgendwie weiß ich, kann ich damit jetzt nicht ganz so viel anfangen mit diesem Schaltsystem, die man hier bei Minecraft bauen kann. Da ist auch irgendwas, sieht nach Gold aus. Ist Gold. Interessant finde ich auch immer, wenn man in solchen künstlich angelegten Systemen auch mal wilde Höhlen findet, wie ich sie gerne nenne. Oh, schon wieder Diamanten. Oh, guck sich das einer an. Gold und Diamanten auf einen Fleck. Auf einen Fleck. Ich bin glücklich. Das Gold bauen wir ganz einfach, ganz normal ab. Und 2 Gold. Also Gold ist jetzt auch nicht so mein Favorit. Natürlich braucht man das auch. Aber man kann es halt nicht gebrauchen, um Waffen zu bauen oder eben gute Werkzeuge. Man braucht es für Turboschienen. Aber davon, also von Gold, habe ich eigentlich genug. Und ich empfinde das auch nicht als so dringlich wie Diamanten. Und wieder graben wir mit Spannung aus. Das ist echt mal ganz cool, dass ich jetzt am Stück gleich so viele Diamanten finde, weil ich längere Zeit überhaupt nichts gefunden habe. Auch hier scheint es sich wieder um 4 Diamantblöcke zu handeln. Fortune 3 aktiviert. Boah, 20 Diamanten. 11 Stück. Noch mehr als beim ersten Fund. 20 Diamanten. Ist das cool. Also, auch wenn man dieses Spiel jetzt schon so lange spielt, es ist immer noch klasse, wenn man Diamanten findet. Es ist immer wieder eine Freude. Man freut sich jedes Mal wieder. Irgendwie muss ich hier jetzt erst reingehen, weil mich dieses Zombie
Betöne etwas reizt. Oft ist das ja auch ein Hin Oft ist das ja auch ein Hinweis auf eine wilde Höhle. Wo ist er denn nun? Nein! Bloß nicht sowas. Also da kann er nicht sein. Wo ist er denn? Ich greife jetzt einfach mal wild hier in diese Himmelsrichtung, hätte ich das gesagt. Bei der Gelegenheit kann ich auch ein bisschen Kohle abbauen. Kohle kann man dann immer gebrauchen. Auch gerne in größeren Mengen. Allerdings ist Kohle. Oh, schon wieder ein bisschen Gold. Ah, herrlich. Ich habe hier wohl eine gute Ader erwischt. Tja, hätte ich den Zombie jetzt nicht gesucht, hätte ich es nie gefunden. Die Geräusche kommen von vorne, wie ich jetzt stehe. Aber erst in Ruhe hier abbauen. Wie viel Gold habe ich denn jetzt? Sechs. Ach komm, das messen wir mal auch ab. Was soll's. Da haben wir die Lava. Gut, dann lassen wir den letzten Redstone da drin. Wo bin ich überhaupt? Da ist der Gang. Das ist meine Kennzeichnung hier. Hier ist das Ende des Ganges. Damit man das hinterher auch alles wiederfindet. Ich bin nämlich einer, der sich relativ schnell verläuft. Wenn ich aufpasse, dann verliere ich in solchen Systemen schnell die Orientierung. Und deswegen mache ich mir immer überall so ein paar Kennzeichen, dass ich weiß, wo ich bin. Ich muss jetzt leider hier erstmal diese Ecke ein bisschen auseinandernehmen, weil ich gerne wissen möchte, ob hier eine wilde Höhle ist. Und da ist was. Okay, kann man jetzt nicht gerade als wilde Höhle bezeichnen, sondern einfach nur. Alter, hier kannst du aber auch schnell reinfallen. Sieht man ja gar nichts. Bisschen ausleuchtender Ding. Okay, das war eine äußerst spektakuläre Höhle, wo nichts drin ist. Oh, ich würde jetzt fast sagen, wir machen jetzt einfach noch kurz nochmal weiter, wobei allzu weit kann ich gar nicht mehr buddeln, weil mein Inventar dann irgendwann ja auch voll wird. Ein bisschen Redstone. Einer unserer Spieler hat mal ein Redstone-Haus gebaut, weil wir so viel Redstone hatten oder er so viel Redstone hatte und gar nicht wusste, was er damit anfangen sollte. Da hat er ein Redstone-Haus gebaut. Oh, kranker Frosch joined the game. Von ihm spreche ich gerade. ja, der war noch nie online. Ich muss ihm jetzt mal eben ganz kurz schreiben. Ich nehme gerade auf. Jetzt muss ich ihn gleich erstmal, jetzt frage ich ihn gleich erstmal, ob er Skype anmachen möchte. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob er das will. Aber fragen kann ich ihn ja mal. Skype? Okay. Ich buddel mich hier jetzt erstmal noch ein bisschen weiter durch. Und habe hier gerade noch ein bisschen Eisen gefunden. Müsste allerdings auch bald am anderen Ende angekommen sein. Der Gang ist
schon ziemlich lang. Ich kann das irgendwie gar nicht so richtig einschätzen, wo ich bin. Ich schaue mal einmal. Parallel verläuft ja der andere Gang. Ah, ist nicht mehr allzu weit. Der größte Teil ist gewesen. Wir sind also fast fertig. Also es ist ziemlich gutes Timing dieses Mal, weil sonst habe ich das schon gehabt, ja, dass man irgendwie voll ist, weil man noch mit irgendwelchen Skeletten rumhantiert, die man dann abballert und deren Knochen einen dann den Platz verschwenden im Inventar. Naja, gut, verschwenden kann man auch nicht sagen. Boah, was ist denn hier für Gold? Das ist ja super. So, das sieht mir schon fast nach Ende des Ganges aus. Das fülle ich mal eben schnell wieder aus. Ich nehme demnächst mal ein bisschen Erde mit, wenn ich hier unten bin. Die Erde kann ich wirklich immer gebrauchen. Ich habe davon so viel, die kann ich gar nicht alle verwerten. Gut, es hängt davon ab, welche Terraforming-Projekte noch auf mich zukommen oder auf uns hier in der Spielwelt zukommen. Dann kann ich auch mal Erde abgeben, aber im Moment sehe ich das jetzt nicht so, dass da jetzt unglaublich viel kommt. Könnte mir gut vorstellen, dass die Fläche hinter diesem Herrenhaus, wo jetzt die Kuhweide ist und das Sonnenblumenfeld hier in der Stadt, dass ich da auf Dauer noch in dem Hinterland noch ein bisschen Terraforming mache, um das alles auf eine Höhe zu bringen. Weil irgendwie macht das mehr Spaß, auf einer ebenen Fläche zu bauen, als wenn das alles so gebirgig ist, finde ich. Früher haben wir alle mehr auf gebirgigeren Flächen gebaut. Boah, noch mehr Gold. Ey, was ist denn heute los? Ich habe ja die Mega-Ader hier entdeckt. Wenn ich jetzt noch mal Diamanten finde, dann wäre das echt perfekt. Ich meine, das ist jetzt schon perfekt. Also es gab wirklich auch Zeiten, wo ich sehr viel weniger gefunden habe. Aber jetzt ist das wirklich super. Ich glaube, ich bin immer einen Block höher gegangen. Sonst wäre jetzt hier so ein bisschen, habe ich das vernachlässigt. Eigentlich muss ich noch einen Block höher gehen. Aber hier lasse ich es jetzt einfach so. Aber eigentlich muss ich bis da gehen. Und da scheint wieder eine Fackel fällig zu werden. Zack. Ne, ein höher. So, wie weit haben wir es noch? Ah! Da sind ja nur noch eine Handvoll Blöcke. Sagen wir, zwei Reihen müssten es jetzt noch sein. Jawohl. Zwei Reihen. So, zum guten Abschluss. Es ist super. Wir haben einen Gang durchgebuddelt und haben das Inventar voll. Ich habe jetzt auch keine Lust, das hinten in diesem Raum in den Truhen abzulegen, sondern ich werde es so machen. Könnte ich noch Fabi 01 drunter. Ach, ich mache das irgendwie, ja, aber egal. Stollen rechts 2, Stollen 1 rechts, völlig egal. So, Stollen rechts 2 ist erledigt. Und damit verschwinden wir wieder und gehen nach oben. Ich kann noch was mitnehmen. Liegt hier noch was drin, was ich mitnehmen könnte? Ach ja, hier sind ja auch noch Jack-O-Lanterns. Ich habe jetzt zum Beispiel überhaupt keinen einzigen Kürbis gebraucht, stelle ich fest, weil da noch genug standen. Ich gehe einfach wieder so hoch. Mit allem drum und dran, was ich jetzt im Inventar habe, gehe ich nach oben. Brechen voll.
Jetzt muss ich mal eben kurz kranker Frosch schreiben, der ist immer noch on. Das Pferd von ihm ist nämlich in Fabistadt. Ist in Fabistadt. Das werde ich ihm jetzt auch mal eben schreiben. Fabistadt. Simon war heute da. So, auf geht's zu den Öfen. Gold rein. Cobblestone, 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 Cobblestone in den Truhen. Und ich packe das jetzt hier rein. Das packe ich weg. Oh, meine wertvollen Diamanten. Also meine Prahlen kann ich nicht. Also wenn ich da die anderen Spieler sehe oder auch mal bei anderen Videos gucke, wie reich da einige Spieler sind, da bin ich weit von entfernt. Aber ich verbaue halt auch relativ viel. Das habe ich ja schon mal erwähnt. So, hier mit. Ach, was mache ich denn da? Da muss ja gar nichts rein. Hier wollte ich rein mit der Kohle. Na, Sand? Nee. Wo ist der Kies denn? Hier. Gravel. Genau. Gravel. Gravel. Kabel, 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 Kabel. Ach, ein paar können wir ja behalten. Zack, Kabel. Erde, das ist das Stamminventar, das bleibt drin. Kabel. Redstone. Truhe füllt sich. Gravel. Und die Flints. Da sind die Flints. Dann legen wir das Werkzeug mal wieder ab, dass da nichts mit passiert. Die sehr wertvolle Spitzhacke. Ja, da können wir uns eigentlich zufrieden schätzen. Jetzt habe ich erstmal wieder genug Diamanten. Also weiter muss ich jetzt erstmal. Das Eisen ist schon fertig. Ja, Eisen brauche ich auf Dauer wieder ein bisschen mehr, weil ich, wie gesagt, auf jeden Fall auf Dauer noch diese Schiene zum NPC-Dorf fertigstellen möchte. Das muss auf jeden Fall noch passieren. Und ich nehme an, dass Kranker Frosch, der ist ja immer noch on, der wird wahrscheinlich gerade sein Pferd holen wollen. Wir können gerade mal schnell Kühe füttern, fällt mir gerade ein. Damit noch 1, 2, 3. Dann mal nicht so geizig hier. So. Damit noch 1, 2, 3 weitere Kühe auf der Weide sind, wo ich jetzt die. Ich will immer Hacienda sagen. Die Laube. Warum will ich denn Hacienda sagen? So ein Quatsch. Meine Güte. Wieso sind sie eigentlich. Hä? Wieso? Hm? Die sind immer noch nicht groß? Du hast immer noch keinen Partner oder Partnerin. Unser Gemüsegarten macht sich auch gut. Ich könnte eigentlich noch so ein paar Strohballen reinwerfen. Eigentlich hat man in Kuhweiden keine Strohballen, aber irgendwie habe ich da Bock zu, da welche reinzutun. Viel mehr müssen es jetzt eigentlich auch gar nicht sein. Eigentlich ist das so ausreichend. Wenn ihr so, da sind jetzt drei Erwachsene und zwei Kälber, wenn die jetzt alle groß sind, dann haben wir da fünf Kühe drauf. Mehr müssen es eigentlich fast gar nicht sein. Hier muss dann auf Dauer eine kleine Hecke drum zu.
Mal schauen. Aber ich muss vorher noch was ganz anderes machen. Ich muss mal anfangen, die Bäume, die hier nicht heimisch sind, einfach mal zu züchten. Und zwar richtige Areale zu schaffen, wo ich diese Bäume züchten kann, damit die ein bisschen zahlreicher hier vorkommen. Ich habe hier hinten ein Areal, da gehen wir jetzt mal eben hin, wo mehrere Baumarten von mir angepflanzt wurden. Also die heimischen Arten, das sind die Dark Oaks, die Oaks, also die dunklen Eichen, die Eichen und die Birken. Das sind die heimischen Arten, die hier in diesem Terrain, in diesem Gebiet wachsen, in dem Biom wachsen. Und die anderen, die Tanngehölze hier, die Dschungelbäume und die Akazien, die sind hier nicht heimisch. Die habe ich quasi importiert. Und hier stehen jetzt zwar ein paar rum, auswärts stehen auch noch ein paar in der Gegend rum, aber das sind nicht besonders viele. Und ich möchte eigentlich so ein Areal schaffen, weil ich eben dieses Holz auch manchmal in großen Stückzahlen brauche oder wir. So kranker Frosch, der nimmt auch gerne mal was davon. Da muss ich das irgendwo mal aufbauen. Ich weiß aber noch nicht genau wo. Also hier sind Schafe. Das sind übrigens die Schafe, die gezüchtet worden sind für die Kuppeln, die man da hinten sieht. Von der Kirche. Oder von dem, ich sage immer gerne russischer Kreml, weil das so ähnlich aussieht. Und deswegen heißt die Weide auch Kuppelweide. Hier sind halt die normalen Schafe. Könnte ich eigentlich mal wieder durchgehen und ein paar scheren. Wenn ich jetzt weit genug gedacht hätte, dann hätte ich gleich die Schere mitgenommen. Aber das machen wir jetzt. Mal zwei weitere Scheren machen, dass es hier nicht immer so knapp ist. Zack. Eine kommt wieder ins Inventar. Und mit der anderen gehen wir los. Und mit der restlichen aufgebrauchten. Das legen wir erstmal nach oben. Futter können wir auch wieder wegtun. Futter weg. Und ab zu den Schafen. Unten haben wir Rohstoffe gesammelt. Oben müssen wir noch ein bisschen. Also in Form von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, weil ich habe das Gefühl, dass ich bald sehr viel Wolle brauchen werde für mein Hotel, was ich auch noch in Planung habe. Ich habe so viel in Planung. Ich könnte gleichzeitig drei verschiedene Sachen bauen oder noch mehr. Aber es lässt sich alles nicht machen und man hat ja auch noch was anderes zu tun, als den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen. Aber gut. Der größte Teil der Schafe hier sind weiße Schafe, weil die eben auch am häufigsten eigentlich weiße Wolle verwendet wird. Man würde mich jetzt von der Häufigkeit her nicht unbedingt auf eine Farbe festlegen wollen. Fakt ist aber, dass Blau doch sehr verstärkt halt verwendet werden kann und zu vielen Sachen einfach gut passt, weil es toll aussieht. Ich mag auch gerne Blau. Andere mögen auch gerne Blau hier, andere Spieler auf dem Server. Also Blau ist schon irgendwo eine leicht bevorzugte Farbe, Blau und Petrol. Aber wie man in dem Herrenhaus gesehen hat, gibt es da halt auch Teppichböden, die gelb und grünlich sind. Vor einiger Zeit habe ich die Anzahl der blauen Schafe hier ein bisschen vergrößert. So. Ja, schon fast wieder alle geschoren. Ich habe mal versucht, alle Schafe zu scheren und die Weide und aus der Weide rauszugehen, ohne dass bei einem einzigen Schaf die Wolle nachwächst. Aber das gelingt einfach nicht. Die wachsen einfach zu schnell nach und dafür sind es einfach zu viele Schafe, um die Weide halt
mit 100% geschorenen Schafen zu verlassen. Das habe ich einfach mal zum Spaß versucht. Zack, zack, zack. Ein bisschen weiße Wolle. Wie lange jetzt eigentlich? Ja. Boah, das ist ja schnell nachgewachsen. Ich nehme das auch nicht so genau. Wenn da jetzt irgendwo Wolle liegen bleibt, dann ist das halt so. Dann bleibt sie liegen. Die wächst ja immer wieder nach. Und das ist halt ein Rohstoff. Da braucht man nicht zimperlich mit umgehen. Der wächst nach. Das ist halt ein nachwachsender Rohstoff. Alles kein Problem. Schwieriger ist das schon mit Glowstones. Wäre auch cool, wenn man irgendwie so was wie Glowstones züchten könnte. Ich meine, gut, das kann man bei den Kürbissen. Aber Glowstones finde ich halt noch schöner als Kürbisse. Na gut. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Thema, was zu den Schafen passt. Ich bin jetzt hier fertig. Und geh raus. Ich habe noch ein bisschen Platz. Eigentlich könnte ich noch mal hier mal eben das Zuckerrohrfeld abernten. So natürlich nicht. Wenn man die oberen beiden Reihen abschlägt, die oberen beiden Blöcke abschlägt, dann wächst das ja wieder nach. Wenn wir das jetzt abgeerntet haben, dann reicht das aber auch erstmal. Das Einzige, was wir dann vielleicht noch bräuchten, wäre Holz, aber das lassen wir jetzt sein. Im Hintergrund seht ihr übrigens die schöne große Windmühle von Krankow Frosch, von Andy, mit einem schönen Weizenfeld im Vordergrund. Irgendwas Zombiet da hinten in der Ecke, aber er hat mich noch nicht gesehen. Soll mal schön da bleiben, wo er ist. Ich weiß doch gar nicht, wieso wir hier unterwegs sind. Warum ich jetzt immer noch hier wieder nachts anständige Leute gehen schlafen. Ich muss mich auch wieder an normale Schlafzeiten hier gewöhnen. Ich bin nur noch nachts unterwegs. Aber hier ist es ja hell. Außerdem sieht der Ort auch irgendwie schön aus. So, damit haben wir genug. Die Truhe ist auch bald voll hier. Mit den Sugarcanes und Wolle. Da passt immer noch einiges rein. Aber auch da füllt es sich langsam. So. Oh, kann man schon wieder einiges, kann man einiges mitmachen. Das ist eigentlich eine blöde Farbe hier, diese Purple Wool. Damit kann ich nicht besonders viel anfangen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht kann ich die ja mal bei den NPC-Lon tauschen. Tun wir wieder da rein. Das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.